So, hallo Leute und willkommen zurück zu einem Klassenguide, und zwar den Kleriker haben wir heute im Programm für euch. Wie immer links im Bild zu sehen, den Text, den war mühsam, ne? Der Asu hat sich da die Finger wund geschrieben, zusammengestellt haben, den wir nicht le vorlesen möchten, weil wir das eh verkacken. Wie schon, Respecto. richtig, wie wir schon festgestellt haben. Ja, du willst gerade eh nicht lesen. So, dabei Ich sind. wusste schon warum. Ja, dabei wie immer der Feier und der Asu gerade eingestiefelt gekommen. Hola. Hat den Schal sogar nicht gewechselt. Kleriker, für wen könnte diese Klasse interessant sein? Da das meine Klasse ist, werde ich wahrscheinlich hier, denke ich mal, wenn die beiden nichts Für dagegen haben. Porno-Pro-Spieler. Richtig, Porno-Pro-Spieler. Werde ich mal hier den Hauptteil übernehmen. Ja, Kleriker. Sagen wir mal so, die Leute, die gerne den Gruppenzusammenhalt oder die Gruppe stärken, das ist eigentlich eher der Kantor. Naja, also sagen wir mal, ja, Kleriker sind halt Heiler, ne? Ganz grob gesagt, logischerweise. Also wenn ihr Lust dran findet, eure Gruppenmitglieder, eure Mitspieler an Leben zu halten, hochzuhalten, dann ist ein Kleriker doch die richtige Wahl für euch, weil anderes kann man nicht so sagen. Kleriker sind halt direkt einfach nur Heiler. Man muss natürlich sagen, dass die Klerikerklasse einer auch mit nicht der schwersten, aber doch relativ schwer zu spielenden Klassen ist, um richtig zu spielen. Also ist, ne, nicht zu vergleichen, so ein 25er-Bereich mit Noxana. Da reicht ein Kantor zum Heilen oder ein Gladi, wenn er das könnte. Das ist gar kein Problem. Später hingegen ist ein Kleriker doch schon etwas anspruchsvoller als eine andere Klasse, logischerweise. So, wie spielt man einen Kleriker? Na, wir haben hier einen riesen Text geschrieben, den könnt ihr euch gern durchlesen, aber in groben ist der Kleriker ein Heiler. Macht mittelmäßigen Schaden. Also, ne, je nachdem, wie man sockelt, logischerweise, wenn man voll auf Magieverstärkung geht, kann der Kleriker auch ordentlich Damage machen, mit den richtigen Skills sogar richtig viel. Aber im Gegensatz zu anderen Klassen, wo man vielleicht einen Mob kiten muss, ist mit dem Kleriker das nicht unbedingt notwendig. Dran stehen. Anhauen, umhauen, fertig. Wenn man Schaden kriegt, macht man zwischendurch eine Heilung. Also im Solospiel ist der Kleriker eigentlich ziemlich leicht, meiner Meinung nach. Im Gruppenspiel sieht das Ganze dann natürlich anders aus. Dann kommt das ganze Potenzial des Klerikers erst zum Vorschein, sage ich mal. Denn die Aufgabe ist ganz klar: Heilung. Jeder Kleriker, der meiner Meinung nach auf Stab gesockelt in eine Instanz geht und dort sich denkt, mal eine Blitzheilung zu schmeißen, dann muss reichen, um die Gruppe am Leben zu halten. Tut mir leid, dann spielst du die falsche Klasse, weil du musst heilen. Ich sag's so, wie es ist: Wenn du die Gruppe nicht heilst, ach guck mal, ey, Feier, ein seltenes Tier. Um diese Ernsthaftigkeit hier mal kurz ein bisschen aufzulockern. Dankeschön. Also, ich erwähne, ich mache das mit bewusst so ernst in dieser Kategorie, weil meiner Meinung nach der Kleriker einer der wichtigsten Klassen im Gruppenspiel ist. Klar, Templer auch und DDs natürlich auch. Ohne DDs fallen die Mobs nicht, und logischerweise der Templer muss die Aggro halten. Aber wenn der Kleriker nicht heilt, stirbt die Gruppe. Und das ist nun mal Fakt. Und wenn der Kleriker das, oder derjenige, den Kleriker nicht spielen kann, ne? Also es muss. Oh. Lasagne. Hola. Not my meat, just passing. Oh, tschüss. Also wie gesagt, ihr müsst gucken, dass die Gruppe am Leben bleibt in der Instanz. Musst schauen, dass das Ganze auch funktioniert. Sehe ich doch richtig so, oder Leute? Jetzt machen die schon Duell hier wieder. Ich heile euch jetzt aber nicht.
Ich sehe mich euch nicht. Also im groben Gruppenspiel Kleriker heilen. PvP. Ja, kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich habe mit dem mein Kleriker auf Tor nicht so wirklich viel PvP gemacht. Ist, denke ich mal, der Azulat der richtige Ansprechpartner. Ich habe auch nicht viel PvP. Ich habe viel Aber PvP mit 40 gemacht. ja, Aber da aber ist mehr als wenig ich. PvP. Ja. Wegrennen, healen, kiten, Damage machen. Ja, Punkt, Nö, kurz, das kann man stehen bleiben. unterschreiben. Nee, Nee, also. also das Kleriker ist auch so eine Klasse. Er wird halt trotz Kettenrüstung schnell mal weggeballert. Ja. Deswegen empfiehlt sich halt, den Gegner möglichst auf Distanz zu halten. Mage immer stehen Und bleiben. ja, und halt immer alle Debuffs von sich runter zu dispeln, in Bewegung zu bleiben, sich gegen zu healen und Notfall sogar auch zu potten und dann halt immer noch Damage zu machen und ihn möglichst halt zu kiten. Also auf jeden Fall gegen das absolute Gegenteil zum Solospiel ist das Solo PvP. Dort definitiv nicht beim Gegner stehen bleiben, bisschen in Bewegung bleiben und dann funktioniert das Ganze auch. So, wir haben vielleicht einen Sturm hier von wem auch immer. Ich bin's nicht, ich bin Push the Talk. Dann war Bin das. ich, es bin höchstwahrscheinlich ich. Es bin immer ich, bei mir ist immer Sturm. Ja, Sturm in der Bude. Also Solo-Spiel, ne? Kiten ist angesagt, den Gegner auf Distanz halten, dann passt das Ganze. So, inzwischen wird es hier langsam voll, weil die Position leider bekannt wurde, wo wir hier aufnehmen. Im Hintergrund, ihr seht ihn glaube ich nicht, weil ich das so geschnitten habe. Also wird sich ärgern, dass er nicht im Bild ist. Immer Frame, war da kein Problem. verscheucht ihn! Ich gehe mal, ich drehe mal, dann seht ihr das. Da hinten versteckt sich der Nux. Glaube ich, ist das Nux, ne? Ich sehe den Ja, Namen nicht. Ja. das war Nux. So, PvP Das ist Gruppenspiel. nicht Nux, das ist Sano. Ja, das ist Nux. Das ist Bob. Nux. Ja. Also Bob. Ja. PvP Gruppenspiel Kleriker. Augenmerk auch wieder aufs PvP, aufs Heilen. Und das wissen die Gegner. Also seid gefasst. Denn ich denke, man kann es eigentlich fast schon definitiv sagen. Also entweder seid ihr First Target oder ein Beshi würde auch First Target sein. Aber ich denke, in der Regel ist der Kleriker eigentlich immer einer der Klassen, die möglichst schnell zum Schweigen gebracht werden muss. Sei es jetzt durch Schweigen, durch Sleep oder sogar Töten. Wenn sie euch nicht getötet bekommen, macht ihr euren Job relativ gut. Wenn ihr die Gruppe noch oben haltet dabei, dann, naja, dann ist ja schon alles gewonnen. Ja, mehr kann man nicht sagen, ne? Heilen, 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 heilen. Gucken, dass ihr so wenig mög Damage wie möglich kriegt. Schilder einsetzen, etc. pp. Dann ist auch die Frage des Equips wichtig. Die Sockelung, da gehen wir aber gleich drauf ein. Also kann man, ne, macht den Job, macht, heilt die Leute. Dabei nochmal erwähnt, haben wir in einem anderen Video gesagt, guckt, dass ihr nicht den Leuten unbedingt, also ihr müsst schon an den Leuten dranbleiben, aber seht zu, dass die Gruppe zusammenbleibt. Das müsst ihr denen auch sagen. Es bringt nichts, wenn euch der Templer vorläuft und der Rest der Gruppe irgendwo anders rumläuft und ihr dann aus der Heilrange raus seid. Also an die Leute, die regulär in der Gruppe mitspielen, bleibt beim Kleriker. Denn der Kleriker kann sich nicht zweiteilen. Er kann nicht jeden hinterherlaufen und versuchen, ihn zu heilen. Das schafft er nicht. Wichtig in der Range bleiben. Wichtig, wichtig. Nie verteilen. Was vergessen in Gruppenspiel PvP? Nö, heilen. Es könnte sein, dass ihr Probleme kriegt durch die Gegner, weil ihr ja der Heiler seid. Gut, ja, fällt mir gerade ein, wenn halt, wenn ihr nicht das First Target seid von der gegnerischen Gruppe, dann ist es wie gesagt vielleicht ein Beshi, ein Beschwörer, weil er ja auch ein First Target Ziel sein kann, wenn das Kommt der halt Fall drauf ist. an, wie gut euer Heal ist. Ja, natürlich. Wenn
die Gegner trotz durch, also das kommt erstmal darauf an, wenn ihr wirklich krass healt und was halt eure Leute für Gear haben. Wenn sie merken, sie kommen nicht durchgeburstet durch auf das, wenn sie jetzt einen Stoff, ein Beefy kannst nicht gegen healen, gegen eine gut gegierte Gegnergruppe, die Nee. AD-en flogen, das geht nicht. Ja. Das geht halt wirklich nicht, wenn er keine Vertretung, kein sonst was hat. Richtig. Aber wenn sie dann so Gegner wie einen Lederträger einfach einen Down bekommen, dann kann es halt wirklich schon mal passieren, dass schnell mal der Fokus auf den Kleri fällt. Aber das ist dann auch wieder so ein Zeichen, dass man sein Zeug richtig macht. Und dann muss man halt schön in Bewegung bleiben. Richtig. Also ich wollte es eigentlich nur darauf anspielen, wenn ihr nicht das Tor, der, das, das Ziel der gegnerischen Gruppe seid, sondern eine andere. Ihr müsst halt gucken, wer ist jetzt im Ziel, wer ist, ne, ihr müsst vornherein die Gruppenkonstellation analysieren. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr eh mit irgendwelchen Leuten Standard läuft, irgendwas. Müsst sehen, wer ist jetzt vielleicht ein potenzielles Ziel und da muss ich mal ein bisschen mehr das Augenmerk drauf haben. Ein Templer wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein First Target sein im PvP-Spiel, weil der Ja. Templer halt nicht der Damage-Führende ist, in der Regel. Es kann auch Templer geben, die Damage machen, Halt aber. auch ein Wunschtraum, die gesamte Gruppe immer am Leben zu halten bei sowas. Das geht halt nicht. Man muss halt wirklich Prioritäten setzen. Wenn man jetzt noch ein Blitzheal durchschiebt beim Stoffi, der sowieso Fast tot ist. platzt, dann bringt das nichts. Weil der platzt dann genauso in der Sekunde wieder weg. Weil dann ist halt der Flash Heal auf Cooldown. Deswegen sollte man sich insgesamt mal ein bisschen so Ja. überlegen, was man so macht mit seiner Gruppe. Richtig, also immer im Auge behalten, was ist wichtig, wo sind die Prioritäten, wie bringe ich dem Team den Sieg. Ne, nicht, allein ist kein Sieg möglich, aber der Kleriker steuert schon einiges mit dabei oder Ja. dazu. Das ist richtiger. Das auf jeden Fall. So, wichtige Werte für den Kleriker, ja. Und da wird es jetzt kompliziert. Denn der Kleriker hat so viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten, wie man ihn sockeln kann. Alleine aufs PvP bezogen. Aufs PvE gehen wir mal ein. Wichtig dort, wenn man jetzt. Riss und TP. Je nach Instanz. Je nachdem Instanz, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Es ist halt viel möglich. Also wenn man jetzt solo rumläuft, ist natürlich die Magieverstärkung wichtig, weil man will ja auch Damage machen. Allerdings läuft man in der Gruppe rum, jetzt keine Instanzen, wo vielleicht Magieresistenzen benötigt werden, dann ist vielleicht der TP-Wert wichtig, weil man viel Leben hat. Da muss man gucken, das ist ein schwieriges Thema für einen Kleriker. Man kann mischen, bringt nicht viel bei einigen Instanzen. Also Tiamat Unterschlupf zum Beispiel, braucht man definitiv Magie-Resi. Ja. Welchen Wert liegen wir da? Circa 2, 4, 2, So irgendwas? 3 Mag mindestens, also zu 3 Ja. mindestens, umso besser. Manche sagen halt 2,4 mindestens, aber ich denke, ob das 2,3 auf Ja. Riss reicht. Also Magie-Resi. TP ist klar, viel wie geht, aber wenn man Equip hat, dann regelt sich das meistens auch alleine. Flügel bringen einiges an TP und so ein Gedöns. Magieverstärkung ist dann eher nebensächlich für Instanzen, weil dort, wie gesagt, man eigentlich als Heiler reingeht. Wenn man die Option hat, ein zweites Set zu basteln, dann kann man sich dort auch ein Damage-Set bauen. Da muss man halt gucken. Für ein PvP sieht es dann wieder anders aus. PvP gibt es verschiedene Varianten. Entweder auf Emres. Ich habe keine Musik an, fällt mir gerade. Ah, ist egal. Emres, Blocken, Full TP, Full MV. Und die Autotext gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Ist das Nux, ne? Slutty. Ja, der Mixer. Mit Lauf W. mal ein Stück mit ihm. Der braucht seinen Freiraum. Ja, ihr seht schon, es ist schon schwierig hier. Also wie gesagt, für PvP gibt es verschiedene Sockelarten.
Blocken komplett für Melee-Klassen, da kommt dann kaum irgendwas durch. Emriss komplett für Magie-Klassen wie Zauberer, Barde, Beschwörer, dann kommt da auch kaum was durch. Und so weiter und so fort. Wenn ihr auf Damage seid, Full MV, damit ihr da auch Damage habt. Wir reden da von Werten wie beim Zauberer ungefähr 2,7, 2,3, Quatsch, 2,7, 3,3, also 1000, ne? Ja. 3300 MV, dann seid ihr da schon ganz okay. Für Blocken gibt's da auch einen Richtwert. Ich glaube, wenn der voll die großen Steine hat, dann passt das schon. Halt Schild und Kolben sollte man immer mitzocken, wenn man sowas macht. Ja. Waffengattung ist klar, wie schon erwähnt, Schild und Kolben. Da Stab. Meiner Meinung nach Schild und Kolben fast schon. Generell, wenn ihr auf Damage seid, ist der Stab interessant, weil der bringt mehr Magieverstärkung mit sich. Andere Vorteile hat er allerdings nicht. Es geht dort einiges an Defense verloren. Also für Instanzen ist Stab meiner Meinung nach fail. Weil, Ja. wenn ihr Heiler seid, fehlt euch definitiv der Block. Und ihr kriegt zu viel Damage von irgendwelchen Gegnern, das macht dann auch absolut keinen Sinn. Am besten beide Sets am Start haben. Denn seid ihr da eigentlich ziemlich gut gerüstet, wenn ihr Stab habt und Dings. Warum wird das eigentlich hier nicht? Egal. So. Was war noch? Rüstung ist klar, Kette. Könnt ihr auch Stoff und Leder tragen, macht aber keinen Sinn. Ansonsten sind wir da mit den Grundwerten durch. Skilltechnisch. Was interessantes Neues für 4.0. Ich guck gerade mal durch. Was gab es denn jetzt hier? Es gibt die neuen Heilvarianten um diese Kumulierheilungen. Gruppenheilungen. Blablabla. Gruppenmember. Ja, hier ist noch so ein Kumulier-Skill. Das ist bei You. Das ist auf dem Target nur. Ja. Angriff gibt es da nichts. Ich habe auch hier nicht alles gesockelt. Wenn ein Kleriker noch ein bisschen am Basteln bin. War nicht so meine Primärklasse jetzt hier bei Not Iron. Habe ich noch irgendwas Interessantes hier drin? Ne, was ist das denn gewesen? Achso, das ist Schild. Ja, die englischen Skills, das ist so. Muss man gucken. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man die ganze Zeit Deutsch gespielt hat. Ja. Gut. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Nee, hast du alles erwähnt. Ist halt ein bisschen umfangreicher, vielleicht ein bisschen trockener, das tut uns leid, aber die Klasse ist halt wichtig, die muss man vernünftig spielen lernen und auch können, weil sonst bringt das nichts. Wenn man kein Kleriker spielen kann, sollte man es lassen. Das ist echt eine bitterböse, ehrliche Meinung. Tut mir leid. So sieht's leider aus. So, an der Stelle sagen wir mal wieder Winke, Winke. Bis zum Winke, nächsten winke. Guide. Und Dankeschön, Nux, an der Stelle für den. Bizarre. War der das? Ich weiß es nicht. Ja, das war er. Ja, für den Fallregen. Da kannst du dich frisch machen, wenn ich schon alle Skills habe. Okay, tschüss. Tschüss.